Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich hatte recht, es ist exakt genau diese Umspannstation, wo wir gerade in der letzten Nacht standen oder zwei Zombies gemacht haben. Das freut mich, weil ich glaube, die kenne ich noch nicht so als Quest. Von dem her bin ich sehr, sehr gespannt. Wir sind gut ausgestattet, wir sind bereit, wir haben genügend Munition und los geht's. So, also die wollen, dass wir hier reingehen. Wir wissen schon, wo die Zombies lauern. Und dass sie eigentlich nicht allzu schwer sind. Weil wir ziemlich Damage machen. Sehr cool. Ich will jetzt nicht sagen, das soll ein Speedrun werden, aber es sollte zumindest schon ein bisschen zügiger gehen. Ich will nicht mehr jeden Kram looten. Aber trotzdem natürlich Vorsicht. Wir können hier von jeder Seite kommen. Sehr gut. Hier schauen wir rein. Ich will... Ja, wir brauchen Eier. Ja, hallo? Nee, 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 nee. Ah, da geht's runter. Okay, vielleicht ist das sogar der Weg, den wir gehen müssen. Lass mich mal ganz kurz zurück. Ich habe viele Zombies gehört. Nee, komm, Eis verschwenden. Ah, hallo, ihr seid's. Es geht schon gut voran, so, oder? Ja, ja, ja. Wir müssen hier mal ein bisschen Schwung reinbringen in die Geschichte hier. Da kamen die zwei her. Ah, ja. Irgendwo kommt schon oben einer. Oh, Home Run, Home Run! Ah, hier leuchtet's, okay. Jetzt vermutet, weil es hier leuchtet, dass ich hier in die Richtung gehen soll, oder? Und vielleicht meinen die hier nach hinten. Klar, ich will nichts liegen lassen, also nichts Wichtiges, aber ich will jetzt auch nicht ewig rumdümpeln. Wir gehen rein. Aufpassen, dass ich niemanden vergessen habe, also keine Ecke übersehen habe. Das ist draußen, ne? Ja, ja, ja. Okay, ist nicht schlimm. Wir gehen weiter. Das hört sich also an, als ob der direkt neben einem steht. Voll übel. So, was geht hier? Yo, wie cool ist denn das? Der hat einen Helm auf. Nee, ich wollte eigentlich die Knie. So, hier könnte. Mit einem Militär hätte ich jetzt nicht gerechnet. Erstmal das. Mit. Halt, das Buch können wir natürlich gleich lesen. Bögen. Naja. Bögen ist ja nicht unseres. So. Jetzt gucken, läuft das alles? Ja. Hier könnten wir jetzt, glaube ich, die von draußen erledigen, wenn die jetzt hier so vorbeikommen. Aber irgendwo klopft es auch noch. Mich irritiert es immer, wenn die nebenher irgendwo drauf. Ach, hier bist du. Hier bist du. So. Werkzeug. Die Kiste. Hallo. Yes. Okay, das haben wir wohl schon. Elektrische Handwerksfertigkeit. Zwei Stück. Sehr schön. Das für die Azubis, die hier gearbeitet haben. Die sich noch fortbilden können. Was ist mit unserem Schläger passiert? Wo sind meine Mods eigentlich hin? What? Oh, ich habe eine Befürchtung. Oh, ich habe eine Befürchtung. Wahrscheinlich hatte ich zwei Schläger und habe einen verkauft. Oder es ist ein Bug. Oh. Die sind jetzt... Es ist nicht schlimm, dass es passiert ist.
an sich. Das Schlimme ist, dass die Mods, ich habe genügend Mods rumliegen, alle in unserer Hauptbase sind. Oh, ich muss mal kurz leasen, einen Moment. Okay, jetzt geht's wieder. Ja. Wie lange ist das schon so? Ich hab's echt nicht gemerkt. Das ist echt so ein Stück weit Berufsblindheit. Dass man nicht mehr auf jedes Detail achtet. So, das nehmen wir mit. Können wir verkaufen. Bücher können wir wieder zum Reparieren brauchen. Das nehmen wir mit. Er hatte nichts. Wo kommt noch einer? Dann schießen wir ein bisschen. Das ist auch nicht so verkehrt. Ich dachte gerade, da steht jemand, sind aber nur Schuhe. Ja, die geben auch nicht viel. Und die hier? 50. Von mir aus. Dann aus der Decke. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch da lassen können. Es müllt nur das Inventar zu. Braucht es jetzt nicht, schmeißt es raus, genau wie die Federn. So. Also klar, das nehmen wir natürlich mit. Nochmal Kochbuch. Wir können Yuccasaft und Bier, das ist gut. Coole Treppe. Lieber ein, zwei gezielte Schüsse. Ja, sagte er und schoss voll daneben. Das kriegen wir hin. So, hier scheint keiner mehr zu sein. Wie komme ich hier rein? Wir versuchen das mal kurz aufzuschlagen. Das ist komisch, oder? Ich meine, vielleicht komme ich da anders noch rein. Aber irgendwie. Habe ich das Bedürfnis, jetzt reinzuschauen? Halt. Das nur wegen des Müll? Das kann ja auch nicht sein, oder? Nur wegen dem. Okay. So wird man hier oder. Oh, Hauptwelle. Habe ich entweder saumäßig schlecht getroffen oder der hat ziemlich viel ausgehalten. Ja, 15 Schuss sind zu wenig. Ich würde gerne die AK bauen, aber wir hatten bisher eben zu wenig Maschinengewehrteile. Ich glaube, da wird es auch nicht schaden. Nur 2 Punkte, wenn wir da noch auf hier drauf noch gehen würden. Finde mehr Maschinengewehre, Teile. Ja. Aber da bräuchte ich hier Level 3. Was ist hier noch in der Reihe drin? Ausdauertraining würde ich jetzt nicht nochmal was investieren wollen. Das ist die, wo ich gemeint habe, der 20% mehr Rohstoffe ausschneiden. Das ist auch nicht ohne, wenn man Fleisch braucht. Vom Landleben ist später gut, wenn wir dann Sachen anbauen wollen. Ich meine, ich könnte ja mal einen investieren, das bringt uns aber hier immer noch nichts. Ich weiß es nicht. Ich würde gern überall Punkte verteilen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich hier irgendwo noch ein, zwei Mods finde für unseren Baseballschläger. Okay, perfekt. Wir können sie immerhin... Ach ne, wir konnten die schon herstellen. Okay.
Die hier wird. Oh doch, die bringt ein bisschen was. Nehmen wir alles mit. Lesen, den Rest mitnehmen. Vielleicht können wir es schon bauen. Stahlschlagring, Bogen. Was ist das für eine Mod? 20% Chance, das Bein eines Zieles zu lähmen. Und wir sind einfach wieder überladen. Ganz kurz schauen, was wir rausschmeißen können. Wir könnten die Knarre nehmen. Und könnten die Mod hier reinmachen. Das ist nie verkehrt. Hebt für 90 Sekunden die Fähigkeit verstrahlter Zombies zur Wiederherstellung auf. Können wir die hier reinmachen oder ist es eine Mod für... Ah ne, da haben wir schon. Ah. Dann könnte ich sie halt hier reinpacken. Was? Und dann hier. Ja komm, mach's hier rein. Wird auf jeden Fall nicht verkauft. Das ist ziemlich wertvoll. So, dann haben wir zwei Slots noch frei. Da müssen wir uns nicht vom einen oder anderen trennen. Sehr gut. Fahrzeuge sind wir bei 30. Noch 15 Stück. Das ist nicht nichts, aber machbar. So. Handwerksfertigkeiten elektrisch und Reparaturwerkzeuge. Gut, ja, Zement ist jetzt nicht ganz so wichtig. Für den Moment. Dann... Erntewerkzeuge. Oh, die würde ich natürlich nicht liegen lassen wollen. Ganz kurz schauen. Na gut, die drei Zeiten. So, und jetzt sind wir wieder draußen. Okay, cool. Fahren wir direkt wieder zurück. Okay. Das mit dem Baseballschläger ist natürlich bitter, aber das kann mir doch kaum passiert sein. Doch, das kann passiert sein, wo ich gestorben bin. Wenn ich zwei Baseballschläge im Inventar hatte, kann es sein, dass er den falschen Baseballschläger in meine Inventarleiste gezogen hat. In meine Schnellleiste. Und den gemoddeten Baseballschläger ins Inventar. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Muss ich bei der Aufnahme nochmal zurückschauen, aber irgendwie kann es nicht sein. Und dann ist es ein Bug. Keine Ahnung. Irgendwas ist schief gelaufen. Ich muss das wirklich in der Aufnahme nachverfolgen. Ihr könnt es natürlich besser sehen, ist schon klar. Als ich das jetzt kann, aber... Oder ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Ich habe es einfach nicht bemerkt. Shit. Die würde ich verkaufen. Die würde ich auch verkaufen. Wir bauen uns es nicht. So, da war ich gerade schon drin. Das noch rüber. Ja. Oder beziehungsweise die können auch runter. Hier. Das. Na, halt, die verkaufen wir auch. Brauche ich nicht. Das und das verkaufen. Das verkaufen. Das verkaufen. Das ist jetzt alles so hochsortiert. Das nervt mich ein bisschen. Das können wir einfach rüberschmeißen. Das verkaufen wir. Die Cobblestones, die können wir behalten. Können wir hier auch so ein bisschen aufwerten noch. Ich meine, 50 Stück ist jetzt nicht viel. Ist auch nicht nichts. Dann habe ich irgendwo auch schon Munition reingeworfen. Hier, da können wir die überschüssige Schrotflintenmunition reinwerfen. Die würde ich verkaufen. Das würde ich verkaufen. Das. Oh, guck mal, wir haben schon ziemlich viel bekommen, was wir jetzt verkaufen können. Das ist nicht schlecht. Das hoch. Ansonsten sieht es doch... Und das noch runter. Zack. So. Denke, jetzt sind wir gut sortiert. Ich könnte das hier verwenden, um unser Maschinengewehr nochmal kurz zu reparieren. Die hier möchte ich mitnehmen. Das hatte ich, glaube ich, hier so ein bisschen das Zeug, was ich dann mitnehmen will. Dann. Oh nein, das war mit. Das war mit Eisenstangen. Die haben wir aber auch. Dann kann das wieder zurück. So, dann gehen wir zum Händler, holen unsere Belohnung und verkaufen den Schrott. Ganz kurz schauen, ob ich irgendeine Mod hier noch rumliegen habe. Und wir schauen natürlich auch. Da hinten ist es. Mal ein Stück weg, aber nicht so weit. Das
wird natürlich auch noch eingesammelt. So. Well earned, Traveler. Well, panzerbrechende Munition, 50. Militärbeinschienen ist, glaube ich, ziemlich cool. Leichte Rüstung. Stahl haben wir drüben vorerst, glaube ich, mal genug. Wir werden natürlich, wenn wir die AK bauen wollen, werden wir auch sehr viel Stahl brauchen. Aber 4er Militärbeinschienen ist fast schon das Höchste, was ich eigentlich später anziehen möchte. Ja, wir nehmen die einfach mal. Ich habe jetzt da Bock drauf. Go. So, und dann kriegst du das. So, den Rest können wir scrappen. Thank you, Survivor. Check back soon. Get new merchandise. Sehr, sehr, sehr cool. Da haben wir die Taschenmod drin und den Patronengürtel. Und das machen wir jetzt natürlich hier rein. 4 Slots. Schauen wir uns an. Ach, okay, das sind diese Außenteile hier. Nee, gefällt mir. Und es gibt, glaube ich, doch 73. Wir wollen es nicht verschenken. Halt. Okay, ich schaue jetzt einfach mal schnell, ob der irgendeine coole Mod hat. Hat er nicht. Nee. Hat der einen 2er. Ist das meiner? Ist das meiner? Hast du meinen Baseballschläger? Dann können wir noch schauen, ob er diesen Blasebalg hat. Blö. Hat er nicht. Einen Amboss. Oder auch nicht. Wow. Eine AK. Oder auch nicht. Okay, dann uninteressant. Das scrammen wir. Und wir nehmen natürlich gleich eine nächste Quest an. Und zwar, wir können Folgendes machen. Wo liegt der in Nordosten? Süden, Osten, Südosten, Norden. Begrabene Vorräte im Norden. Ja, komm. Can you help me with my problem? Great. I look forward to seeing you again. Muss doch auch ab und zu sein. Ja, das sieht jetzt sehr nackt aus, der Schläger. Das gefällt mir nicht. Das bedeutet, ich würde jetzt Folgendes machen. Okay, so wirklich genial war die Idee jetzt auch nicht. Ich würde die Vorräte machen, würde den Loot abholen, zurückfahren. Und dann würde ich einen Abstecher nach Hause machen, um zu schauen, ob wir... Wir haben jetzt ja auch 2 von den Waffenteilen gefunden. Die haben wir hier jetzt in der Kiste eingelagert. Ob wir damit schon die Kalaschnikow bauen können. Das wäre natürlich Deluxe. Und es ist auch schon 13.18 Uhr, bis wir das jetzt alles gemacht haben, ist wieder Abend. Dann würde ich den Abend nutzen, um zurückzufahren. Also die Nacht. Und dann eben zu schauen, ob wir uns da mal waffentechnisch wieder auf einen neuen Stand bringen können. Oh. Schon alle. Und wir können natürlich auch schauen, ob wir Mods bauen können, um dieses Teil hier mal ein bisschen zu tunen. Habe ich bisher nur beim großen Motorrad gemacht? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das geht. Okay, eins nach dem anderen. Zuerst du. Und dann du. So. 500 Reserve, sehr, sehr cool. Alright. So. Also, das machen wir mal weg. Machen wir den hier oben weg, würde ich sagen. Einfach damit ich den aus dem Kopf habe, wenn ich begraben bin. Sehr viele Baumstümpfe, aber wir brauchen gerade gar nichts mehr. So. Ja, hier ist Schneegebiet, da will ich hin. Alter, was überlebt denn der?
So. Wir machen es wie immer. So ganz grob in die Mitte. Und dann nach unten. Das geht doch richtig flott inzwischen. Wie immer, einen Ausweg sollten wir uns frei halten, wo wir sehr, sehr gut rauskommen. So, und jetzt runter. Oh, shit. Den habe ich nicht gesehen. Ist er schon tot? Okay. Wie er einfach immer nicht nachgeladen hat, der Gute. Was war das für ein dramatischer Flip, den er da gemacht hat? Das war ja hier Hollywood-Style. Wir schauen mal, der hat sich genährt. Oh, ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht. So, mal ein bisschen in die Richtung graben. Wir kommen aber gut raus hier, gell? Ja. Nämlich tatsächlich ist das immer das. Schon wieder einer. Man kann, dass der mich anspuckt oder mir um die Ohren fliegt. Ist sie tot? Bist du tot? So, jetzt nochmal schauen. Ich glaube, wir stehen ganz gut diesmal. Haben wir noch mehr? Ich habe schon auch eigentlich immer gerne das Jagdgewehr dabei. Das macht richtig Laune mit dem. Aber das nimmt halt noch einen Platz im Inventar weg. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier mal so ein bisschen den Kreis rum. Ich glaube, einmal kommt noch eine Welle, ne? Dreimal, glaube ich, und dann ist erstmal Pause. Schon wieder einer? Nee. Dann versuchen wir hier bei zu bleiben. 25 Meter. Ich habe es echt mal geschafft, aus Versehen aus dem Kreis rauszulaufen. Das war richtig anstrengend. So. Der Kreis ist jetzt ein bisschen hier so enger geworden. Ich würde fast sagen, wir stehen so gut wie drauf, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich halt noch tiefer. Naja, aber... Nochmal mehr holen. Irgendein ganz gefährlicher dabei? Nee. Okay, das war jetzt nicht so gefährlich. Halt, wir schauen wieder, wo der Kreis ist. Also hier mehr in die Richtung. Hier so. Mal hier rüber. Eigentlich wollte ich hier so in die Richtung. Ja. Hier mal. Gefühlt stehen wir fast drauf. Wow, okay, ich nehme alles zurück. Ich habe echt keinen Schimmer. Gut, wir sind jetzt, glaube ich, auch eine Dreier-Grabungsquest. Hat man auch noch nicht. Weiter in die Richtung. Dass die Wellen häufiger, also dass nach 3-4 Mal doch noch nicht Schluss ist. Hier ist er, oder? Ja. Okay, dann laden wir alles nach. Die 7er Munition geht schon richtig runter. Und hier laden wir auch nochmal kurz nach.
Ja. So. Ah, die Baupläne gehen mir auf den Sack. Die Mods sind halt cool, du brauchst sie eigentlich bloß einmal. Oder halt, wenn du das in zwei Waffen einbauen willst, zweimal. Ich habe immer gern lieber die Mods als den scheiß Bauplan. Das sind einige. Auch kein gelber. Machen wir sie mit dem Baseballschläger weg. Wie fies, oder? Richtig übel. Cool. Dann halt nein. Zuerst machen wir einen Marker. Ich fahre rüber, wir sehen uns gleich direkt drüben. So, da sehen wir es schon. Und zack. Was haben sie für uns? Okay, eine 5er Steinschaufel, die wird gescrapped. Ein 2er Clownhammer, den können wir verkaufen. Schade, ist nicht so wirklich richtig cool. Aber Zeitschriften. Keine Fahrzeuge drin. Handfeuerwaffen. Wir sind bei der 4er Qualität. Die würde ich dann fast bauen wollen. Und medizinisch und Robotik. Wir können jetzt den 3er Hammer, Robotikhammer bauen. Wobei es da ja nicht an der Qualität gescheitert ist, dass wir nur ein 1er gebaut haben, sondern an den verdammt vielen Materialien. Auch hier könnte man skillen. 16,33, perfekt, wir geben noch zusammen ab. So, dann holen wir uns unsere Belohnung. Da kann ja auch wieder was Schönes dabei sein, von dem her. How are you? Many thanks. You've proved to be okay. Very resourceful. Stahlbrustpanzer ist ja schwer. Das ist cool. Aber nein, danke. Die Panzerbrechende brauche ich nicht, Antibiotika brauche ich jetzt auch nicht. Dann. Auch wenn wir die, glaube ich, noch haben, ich nehme die jetzt einfach, dass wir unseren Baseballschläger wieder aufgewertet haben. Das ist echt bitter. Ansonsten, ja, nee. Hier ist es jetzt in dem Fall relativ einfach. Das machen wir jetzt. Sehr gut. So, was kriegen wir denn? Das taktische Sturmgewehrpaket. Können wir... Die Frage ist, ob ein Sturmgewehr drin ist. Wir können... Also Lederrüstung kommt für mich jetzt erstmal nicht in Frage. Das Kamerapaket auch nicht, die Zeitzünder auch nicht. Interessant ist für mich taktisches Sturmgewehr oder Fernkampfmod. Mods herzustellen ist eigentlich nicht so schwer. Ja, also irgendwelche mehr Damage auf Entfernung oder irgendwelche Zielfernrohre. Ich nehme das. Dann haben wir immerhin schon mal ein paar Teile, die uns jetzt auch weiterhelfen. Yes. So, und jetzt nehmen wir die nächste besondere Aufgabe und es ist östlich. Ah, das wundert mich jetzt, weil das Schneegebiet ist ja westlich. I have a task for you, Trader friend. Bob im Osten. God bless you and good luck. Oh no, schade. Wollt ins Schneegebiet. Deshalb habe ich ja hier meine kleine Base gebaut, in der Hoffnung, dass wir dann hier auch halt so eine Zwischenstation bekommen. Okay, machen wir trotzdem. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir gehen zurück. Ich sammle ein, was ich mit nach Hause nehmen möchte. Und das sind nämlich diese Teile, die ich mir hier schon zurechtgelegt habe. Also das hier, glaube ich, würde ich mitnehmen wollen. Das und das. Was wir jetzt nicht zwingend mitnehmen müssen, ist das hier. Das hätten wir noch verkaufen können. Ist aber nicht schlimm, wir müssen ja sowieso wieder zum Händler. Das, das und das können wir verkaufen. Können das aber einfach hier lassen. Das ist jetzt nicht dramatisch. Das nehmen wir alles mit. Das hier bauen wir gleich in unseren Baseballschläger ein, bevor ich es vergesse. So. Genau. Hier können wir gleich mal reinschauen. Ja, perfekt. Das ist super. Dann muss ich mir die AK nämlich gar nicht bauen. Und das ist viel wert. Das ist ja mega. Wir machen das raus. Wir machen das raus. Und dann können wir die hier. Die gibt nicht so viel 100. Ja. Die können wir dann auch verkaufen. Habe ich das jetzt rein hier. Sind jetzt nicht auf jeden Cent angewiesen. Deshalb ist es gar nicht so tragisch. Und ja, super.
Kommt natürlich das hier wieder rein und das hier kommt rein. Ich nehme die trotzdem natürlich mit. Und drei Stück. 1, 2, 3. Sind wir erst bei 17. Dann wundert mich nichts. Das können wir rausschmeißen. Yeah, Game Changer. Das ist natürlich cool. Ja. Das macht's einfacher. Und vor allem eine Vierer. Da müssen wir eigentlich jetzt lange Zeit, was das Gewehr anbelangt, uns um gar nichts mehr kümmern. Dann ist die Frage, muss ich noch nach Hause? Nur wegen den 1, 2 Mods für den Baseballschläger. Oder wir treffen uns gleich wieder direkt hier drüben. Also kann sein, ich mache einen Abstecher zum Haus, um den Schläger mit Mods auszustatten. Und dann würde ich sagen, kurz vor der Stadt hier drüben, würde ich euch in der nächsten Folge damit dazu holen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.